Euch gehört meine Ergebenheit. Ich hab zu wenig Cola. Ich habe zu wenig Cola. Ich werde die Dämonen der Ver- Und hier oben gibt es eigentlich noch Zeug. Cool, das ist cool. Okay, das lassen wir aber stehen da vorne. Und jetzt erst einmal hier. Okay, na, wir müssen sowieso darüber. Ah, säubern wir mal zuerst hier. Hier. Schwer wiegt meine Würde. Sprecht ihr mich an? Gut, das haben wir gut gemacht. Mein Leben für Ayur. Dann machen wir hier weiter. Die stellen wir rauf. Okay, stellen wir sie nicht rauf. Oh oh. Die großen. Der große Flieger übrigens war ein sogenannter Bluebloat. Er hat eine unangenehme Eigenschaft, und zwar, kann der kleine Blutlinge schießen und das über relativ große Distanz. Das heißt, es ist sehr unangenehm, wenn man nur Hetzer hat, weil die haben nicht allzu große Reichweiten. So, weg mit dem Zeug hier. Damit wir endlich zurück können. Davon holen wir uns auch noch. Dem gehen wir etwas vor hier. Wiederhergestellt. Gut. Sprecht ihr dann noch einmal zurück. An. Mein Leben für Ayur. So, gefällt mir das. Können wir das erforschen? Naja, hier, genau, die konnte ich erforschen. Das brauche ich nicht. Die Zerg kommen. Nein, ich wollte hier. Ja, ich kann nur allen. So, dann machen wir hier noch ein. Wie ist das? Eine Kanone. Okay, sie kommen nur. Ah, sie kommen von uns. Ziemlich stressig hier. Aber wir haben es nochmal geschafft. Der Vergangenheit vertreiben. Gut, dann geht's oben weiter. Gehen wir einfach hier wir weiter. Wir dürfen nicht sagen. Wir dürfen nicht sagen. Was sagen wir leicht? So, dann machen wir weitere Kanonen hier. Ich glaube, wir haben bald genug Kolossi. Die hauen nämlich ganz schön rein schon. Wo ist meine. Ah, erforsche ich schon, sehr gut. Ich bin gestorben. Wir haben nämlich wieder einen Brutlord stehen dort. Das ist sehr unangenehm. So, aber gleich ist der Brutlord. Und für das brauche ich jetzt auch mehr Hetzer. Ah, das ist ganz gut hier. Die Position gefällt mir. Euch gehört meine Erfindung.
Ja, die schmelzen ja dahin, aber das Problem ist, wir haben zu viele Gegner, die aus der Luft kommen. Das könnte sich irgendwie nicht mehr ganz ausgehen, glaube ich. So, hier mal den machen. Den machen, weg hier. Und den auch machen. Wir stellen Zertul mal auf den Stein hier. Der zweite Nervenstrang des Overmind. Ich spüre. Und dann flüchten wir mal. Tod und Freude. Und vor allem noch solche. Eure Krieger bekämpfen. Aua! So kann es einem gehen, wenn man nicht darauf achtet, genug Ketzer mitzuhaben. Ich bin hier. Aua, das tut jetzt ganz schön weh. Egal. Wir werden uns schon wieder aufrappeln können. Der nächste Angriff kommt ja gleich. Ich bin die Stimme der Finsternis. Gut. Ein Schatten legt sich über unsere Basis. Die Zerg werden bald angreifen. Schwer wiegt meine Bürde. So, brauchen wir mehr Herzer jetzt mal. Aua! Aua! Das ist keine gute Idee hier. Okay. Das habe ich jetzt fast versaut. Oh, crap. Wo ist der? Ah, hier. Okay. Uah, das war jetzt knapp. Lieber noch. Meine ganzen Einheiten sind drauf, verdammt. Okay. Macht ja nichts. Schauen wir oben noch einen Nexus und dann geht das Ganze. Gehen wir mal vor hier. Was war jetzt? Adundoritas Zeratul. Wir wurden in der Energiematrix des Tores eingeschlossen, als es deaktiviert wurde. Wir danken euch. Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht. Ah, ich habe natürlich jetzt das ganze Geld verbaut. Gut, dann müssen wir hier noch etwas warten. Was ist das? Okay. Sehr weise. Müssen wir noch kurz warten, bis wir hier einen Nexus bauen können? Obelisk mit Energieversorgung? Warum sollte ich das machen? Ich will schon einen Grund haben. In den Schatten. Was ist euer Begehr? So, ich würde noch gerne oben weiterkommen, bevor wir uns wieder zurückziehen müssen. Okay. So, hier sowas her. Dann sowas her. Ist egal. Und dann nicht. Ist der Obelisk, der zweite. Schwer egal. Wiegt meine Bürde. Hier haben wir da Kohle. Kalt ist die Leere. Ja, das, auf das lassen wir uns nicht ein. So die Ehre gebietet. Chance. Autsch. Die Zerg versammeln sich in der Nähe unserer Basis. Okay. Ich würde das gerne umbringen hier. Danke. Das ist sehr schön. Dann gehen wir zurück. Und dann vielleicht noch einige Berserker. Sprecht ihr mich an? Ey, wieso? Ey, wieso? Ah, verdammt.
vielleicht können wir den nicht mehr fragen. Ja, das ist schon mal gut. Kommen wir noch weg. Das ist aber schon sehr knapp gewesen jetzt. Mein Leben für Ajur. Kannst du schwenken davon, dass ich meine ganzen Einheiten verloren habe? Die kommen mal hier rauf. Wenn wir nämlich Kohle haben bald. Und wir bauen noch einen Hetzer, noch einen Kolossus. Noch einen Hetzer, noch einen Hetzer, noch einen Berserker, noch einen Hetzer. Zum dritten Punkt hingehen. Davon ich irgendwann jetzt dann. Sehr gut. Was machen die Obelisken bitte? Ah, Forschung. Wo ist der zweite Obelisk? Keine Ahnung. Egal. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Ich bin hier in den Schatten. So, gehen wir rauf hier. Mein Leben. Nein! Ajur wird es auch verstehen. Okay. Das macht nichts. Aber da oben einen. Autsch, die bösen Berstlinge sind ganz schön gemein. Ich muss schon das Zeit, weil die nicht stirbt. Au, 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 au. Hallo? Hallo? Oh. Oh, verdammt. Das war jetzt schon knapp. Ja, der kann mal hierher gehen. Der dritte Nervenstrang des Overmind. Ich spüre Genugtuung über einen Plan, der vor langer Zeit in Gang gesetzt wurde. Und Grauen vor der Zukunft. Okay. Hey, er wird geheilt jedes Mal, wenn er... versuchen uns zu überwältigen. Oh, cool. Zu den Waffen, meine Brüder. Cool. Also wir kümmern uns nicht mehr um die Basis, wir gehen einfach zum dritten Punkt her, weil ich will die Mission jetzt bald abschließen. Wir geben einen Furz auf die Basis. Wo ist... Ey, was macht der da hinten? So, Zeratul geht jetzt mal auf den Punkt hier. In Arudin Rashagan. Der vierte Nervenstrang des Overmind. Ich spüre ein Ende. Ich muss zum Cortex des Overmind vordringen, um zu verstehen. Was? Oh, Gott sei Dank ist es aus. Gott sei Dank.